Ja, Leute, was geht? Begrüße ich euch zu der nächsten Karte. Und zwar in Essen sind wir jetzt. Obwohl Essen hier ziemlich klein ist. Ich kann mir vorstellen, also Essen wirklich damals größer gewesen ist. Jetzt steht auch nichts Historisches gerade, oder? Ja, also wir sind die Briten, wieder die Alliierten. Und die Karte ist ziemlich cool. Also eine meiner Lieblingskarten. Zwar, wie ihr seht, wir haben Flugplatz. Und wir, die Deutschen besetzen komplett Essen. So, die Flugzeuge starten schon. Da sehen wir ein neues Flugzeug, das dazugekommen ist. Mir wurde schon gesagt, dass es das da damals gar nicht gab, das Flugzeug. Erst viel später rauskam. Also ist das ein bisschen gecheatet worden, sagen wir es mal, für die Briten und Amerikanern. Und zwar, das Ding ist das erste Düsenflugzeug, was wir spielen. Hört ihr wahrscheinlich schon, wir sind verdammt schnell. Wir haben Raketen und Bomben, aber ich denke mal, wir lassen das erstmal. Wir müssen uns nämlich erstmal einen Kommandobossen schnappen, weil unsere Tickets sinken. So, wie ihr seht, die Stadt, die Brücken sind zerstört, wir kommen hier nur mit Flugzeugen rüber. Boah, das ist ein Patzer, das ist ein Patzer. Und die haben auch schon eine neue Waffe, die brennende LMG, seht ihr da oben. Schalten den Panzer mal aus und dann gucken wir uns die Karte an. Da hinten ist, ich glaube, oh, Scheiße. Ich glaube, da hinten. Nee, das ist noch der Panzer 4. Da hinten haben wir noch einen Sturmtiger, den kennen wir schon. Die Deutschen besitzen hier Flugabwehrpanzer, ne? Scheiße. Wir haben hier ein Medikit. Oh, das ist richtig scheiße, wie der Panzer da steht. Ja, unsere Tickets sinken. Scheiße. Ach toll. Da hört ihr wahrscheinlich schon. Wie ihr seht, die ganzen Leute spawnen nicht. Erst wenn wir einen Kommandoposten eingenommen haben. Alter, Flakmann. Alter, das ist ärgerlich. Ich hatte fast... Ach, egal. Übrigens... Hallo, ich habe doch einen Kontrollpunkt gewählt. Wie gesagt, der spawnt immer sehr schnell wieder. Ihr seht hier, die Deutschen haben eine komplette Stadt hinten. Und man kann natürlich mit dem rüberfahren, das dauert aber ziemlich lange, ansonsten muss man dann schwimmen. Und wir können die Fabrik hinten nicht einnehmen. Das konnten wir damals. Das konnte man damals, das wurde allerdings ausgepatcht. Also ich habe die gepatchte Version jetzt. Naja. Ja, die Verbündeten kopieren natürlich hier alle. Weil mit so wenigen Soldaten kannst du nicht da stürmen. Ist der Panzer frei? Ach scheiße, der ist besetzt. Och nee, ich will nicht schon wieder sterben. Ach toll, leck mich doch am Arsch, ey. Mann, wie viel hält eigentlich dieser Panzer aus? Ich habe das auch vorhin schon mit Granaten gegengehalten. Och nee, ey. Wieder da weggefahren, ne? Dieser Panzer riecht mich gerade richtig auf. Der muss da weg. Endlich. Stirb. Sturmtiger. Och komm, lass mich doch mal in Ruhe den Posten hier einnehmen. Ah, wir haben ihn eingenommen. Wunderbar. Es kann auch unsere ganzen Verbündeten, die hier noch nicht gespawnt sind, spawnen. Ah, toll. Das ist natürlich immer eine Granate gespawnt. Ah, wir haben gemeinsam den Sturmtiger zur Strecke gebracht. So, da hinten sehen wir... Ach, er ist schon kaputt. Zeige ich gleich mal, wenn sie fährt, wenn sie wieder da ist. Als Bitte können wir sogar die Dinger... Da hinten sehen wir den. Der Wirbelwindpanzer, ein Flugabwehrpanzer mit 4 Geschützen. Extrem gut gegen Flugzeuge. Davon haben die Deutschen jetzt ziemlich viele. Es ist nicht so gut gegen Fahrzeuge. Gegen Infanterie ist das noch ganz okay. Aber nicht gegen Panzer. Boah, ich hab beschossen. Ja, ist hier einer hinter? Ach nee, da liegt noch einer. Ja, Skype ist ruhig. Da sehen wir ihn. Ziemlich geiles Teil.
Der Fahrer unten hat auch einen MG. So, ich sind für meine Schütze. Bleib stehen. Bleib doch mal stehen. Ruhig halten, Mann. Ja. So, ihr seht, ihr könnt damit schießen. Ziemlich schnell erfolgreich war ich. Feuerrad. Ich versuche mal den Panzer da hinten zu knacken. Ja, da sind wir Flakpanzer. Heißt der hier. Eigentlich heißt der Wirbelwind. Es gibt auch noch einen anderen Flakpanzer. Der ist Ostwind. Der hat nur ein Geschütz. Das hat vier hier. Der jagt hier, meine ich. Ich versuche mal da hinten Sturmflieger eigentlich zu knacken. Ah, ist das Wrack im Weg. Nein, nein, nicht näher. Fahr doch nicht näher, Mann. Ja, wie ihr seht, das Ding macht echt wenig Schaden. Mit dem Ding können wir auch ziemlich gut nach oben schießen, wie ihr seht. So kann man dann die Flugzeuge abfangen. Das ist echt gut. So, ich gehe mal weg. Da hinten haben wir auch einen Feind. Warte mal, den feindlichen bewegen. Ah, jetzt bleibt doch mal stehen. Ach, daneben nicht. Kaputt. So, dann bleibt ihr hier. So, ich denke mal, wir nehmen mal, töten uns mal um uns, gucken uns mal das Flugzeug an. Die Briten können jetzt die Stadt in Ruhe halten oder einnehmen. Ja, da kriegt man hier selten eine Spitfire. Ich fliege hier eigentlich gerne mit Spitfire. So, wir nehmen das Teil. Das Teil ist extrem gut gegen Panzer mit den Raketen. Die Deutschen haben auch so einen ähnlichen. Den gab es allerdings wirklich im Zweiten Weltkrieg. Den hier nicht. Also ich habe auch noch den in dem, außer dem Spiel noch nie gesehen. Vielleicht der noch komischen Namen kann ich mir nicht merken. So, fliegen wir mal kurz ran. Da sehen wir den Panzer. An den Verbündeten. Zack, wir sehen. Was ist denn das überlebt? Scheiße. Verschießen wir letzte Rakete, dass wir nachladen können. Aber was ziemlich nervig ist, das Ding ist extrem breit. Das heißt, man muss echt aufpassen, dass man nicht gegen Bäume hängt. So, wir drehen noch mal zum Sturzflug ran. AW-52 heißt das. Wir sehen, wir haben einen Panzer ausgeschaltet. Ziemlich schwer, ziemlich enttäuschend. Gut, fliegen wir noch mal dran. An. Ich fliege immer so einmal kurz zum Schützpunkt Richtung. Und dann einmal hin. Ich komme jetzt hier zum letzten Kommandoposten mal noch rein. Und dann haben wir nämlich den perfekten Anflug auf die Brücke. Mal kurz vom Gas runter. Zack, alle drei Panzer ausgeschaltet. Ich habe auch noch Bomben abgeworfen. Wirbelwind, Sturmtiger und ein Panzer 4. Die Deutschen haben hier übrigens auch eine, werde ich auch noch zeigen, eine V1, glaube ich, oder V2, eine V1 Abschussbasis. Da kann man eine Rakete steuern. Das machen die Bots eigentlich nur selten, aber ich werde das auch noch mal gleich bei manchen Karten noch mal zeigen. Na gut. Ich wollte jetzt eigentlich nicht runter mit den Raketen schießen. Wäre ich beim Hochfliegen gegen einen Verbündeten geknallt. Ich denke mal, wir fliegen jetzt mal anders an. Ich versuche mal meine andere Strategie anzuwenden. Schön hoch. Jetzt vom Gas und jetzt fallen. Habt ihr gesehen? So geht das natürlich auch ziemlich gut. So, und die haben jetzt auch das Café eingenommen. Freut mich. Das Ding ist halt gut gegen Fahrzeuge, hat allerdings keinen, also man kann ziemlich schwer mit Raketen vergessen. Und die Dinger hätten ja im Luftkampf gegen den deutschen Tarnkampfbomber da jetzt mal durch. Ich habe jetzt vergessen, der Name heißt, keine Chance. Deshalb, ich ziehe auch den anderen vor, den von den Deutschen. Der sieht auch optisch viel geiler aus. Hat MGs und hat auch Raketen. Werden wir allerdings auch noch sehen. Werden wir auch fliegen. In der nächsten Karte werde ich das letzte Mal die Alliierten spielen, dann spielen wir den Rest der Deutschen. Scheiße, ach, ich bin falsch angeflogen. Mal ein bisschen Flieger-Action hier mit den Dingern. Ihr seht, die Deutschen fallen jetzt auf Tickets, weil wir die ganze Stadt besetzen, bis auf die Fabrik. Wie gesagt, Essen ist hier nicht wirklich groß. Achso, es gibt übrigens noch eine Karte, die habe ich vergessen zu zeigen, das ist Battle of Britain. Ist aber eine ziemlich scheiß Karte, weil die Alliierten da immer gewinnen. AW-52. Fuck, ich hab Speed verloren. Ich hab Speed verloren.
Man kann übrigens die Klappen, die Dinger unten wieder ausfahren, wenn man einfach langsam ist. Also seine Geschwindigkeit verringert, dann fahren sie sich automatisch aus. So, noch einmal. Ich fliege ganz hoch. Scheiße, ich bin falsch. Na gut, das war richtig schlecht von mir. Ich muss echt viel. Ich habe gehört, dass ich noch bin. Das war richtig schlecht von mir. Gut, dann mach ich jetzt nochmal anders. Den bei. Wir können aber gleich den anderen. Ah, das ist vielleicht gar nicht mehr von der Zeit, schade. Die anderen. Achso, ja, habe ich gar nicht erzählt. Die Alliierten haben jetzt hier auch Fallschirmjäger. Flugzeuge. Ich glaube, das zeige ich jetzt einfach gleich mal. Ich opfer mich einfach mal. Also ich habe mich geopfert. Ich hätte nur noch eine Rakete, ich hätte voll viele mitnehmen können. Da will ich zum Spawn kommen. Ich hoffe, da schaffe ich, komme ich noch rein, das Ding ist noch nicht voll. Ja, jetzt ist hier ein Flugzeug drin. Das ist das Fallschirmflugzeug, da können wir rausspringen. Fallschirmjäger, wir haben hinten noch ein MG. Das Ding werden wir öfters, noch öfter sehen. Das gibt es noch ein paar Mal und ja, das war's jetzt mit der Karte. Die Achsenmächte wussten zwar, dass die Waffenfabrik ein wichtiges Ziel der Alliierten war, trotzdem konnten sie nichts auf den ehrfurcht gebietenden Luftschlag der Alliierten vorbereiten, der über die Fabrik und die nahe Stadt Essen eingeregnete. Als der Rauch sich legte, waren die wenigen unversehrten Gebäude ein trauriger Kontext zu dem Schutt überhäuften Straßen von Essen und der ausgebombten Skelette der Fabrik. Okay, die Fabrik wurde jetzt nicht zerstört. Na, ich würde mal sagen, dann war es das jetzt und wir sehen uns dann in der nächsten Karte. Die ist wiederum ziemlich geil. Freue mich schon drauf und wir sehen uns dann gleich oder das nächste Mal bei der nächsten Karte wieder. Ciao.